Ja, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Subnautica. Ja, jetzt bin ich zurück zu dieser ersten Basis, die ich gebaut habe. Und jetzt kann ich das Upgrade schon mal machen. So. Was war es noch, was ich machen könnte? Seemotten, Magnetit und Kupferdraht. Kann ich machen. Mache ich auch. Weil dann habe ich nochmal zwei Upgrades. Habe ich gleich zwei Upgrades auf einmal gemacht. Kupferdraht und Magnetit war das. Ah, natürlich war hier kein Kupferdraht. Kupfer drin ist. So. Und Magnetit war... Ja. Lass mich nicht irren. Hier. Nein, das war Blei. Einmal Magnetit. Hä? Warum habe ich nur einmal Kupfer? Ich habe noch zweimal gedrückt. Ups, ich habe einmal Blei rausgenommen. So. So. So, was hier noch, was man machen könnte? Noch mal eine Tafel, will ich aber nicht. Was soll ich denn mit drei Tafeln? Zwei Tafeln. Das kommt davon, wenn sich ein Fisch in meine... Okay. Ach, zweimal Magnetit war das. Okay. So. Rettungsversuch Teil 2. Was war's noch? Polyanilin. Und ein Kabelsatz war das. Okay. Woraus gewann ich nochmal Polyanilin? Das war, glaube ich, ein Tiefenpilz. Okay. Salzsäure und Gold. Ja, Tiefenpilze brauchte ich 3 Stück. Ich glaube, ich hatte hier irgendwo noch. Ja. Nee, das sind die Säure. Oder hatte ich... Ah, hier hatte ich die. So. Immer schön alles verwerten. Das war's. Einmal Salz. So. Und einmal Gold. Das war Kupfer. Das war auch Kupfer. Ja, dann geht es heute erstmal nur den Upgrades an den Kragen. Einmal Gold.
wir das noch? Okay. Und ein Kabelsatz. Okay. Ich glaube, einen Kabelsatz hatte ich irgendwo gesehen noch. So, die brauchen wir erstmal nicht. Dann wollen wir mal gucken. Aber bevor der Fisch schlecht wird. So, wie war das jetzt nochmal? Erweiterungsmodule ansehen. Okay. Jetzt muss ich entscheiden, mache ich denn so nah oder Perimeter? Ach, ich mache das so nah erstmal rein. Das brauchen wir aktuell nicht. Das könnte man auch woanders reinpeppen. So. Welcome aboard, Captain. So. Wo war der Krebsanzug? Na? Ach ja, das ist doch schon mal besser, ey. So kann man jetzt wenigstens auch sehen. So habe ich schon mal 3 Upgrades auf einmal gemacht. Ja, und es laggt mal wieder, ey. Na. Na, ich muss, wie gesagt, rum. Nur weil ich jetzt gerade nichts sage, heißt das nicht, dass ich keine Lust habe zu reden. Ich muss mich auf eine Rettungs-, also auf eine... So. Gucken wir mal, wo kam der Modul rein? Hier. Okay, einmal hier hin. So, jetzt müsste das Fach ein bisschen größer sein. Welcome aboard, Captain.
Ha! Oh, Scheiße! Ja, die musste ich einmal kurz rausholen, ey. Wo war der jetzt? Ah, jetzt weiß ich wieder. Ja. Oder noch besser ist, na, ach ja, das ist ein einfaches LP. Ja, und Framebruch lastig, sag ich nur. So, so. Okay. So, einmal die Tafel einsetzen. Weil hier gibt es die blaue Tafel. Die habe ich gleich gescannt. Na, wo bist du? So, ich guck mich hier noch ein bisschen um. Ich habe das dumme Gefühl, dass hier noch etwas ist, was man noch finden kann. Hey, also, manchmal spinnt das ja. Wie ich mir gedacht habe, man braucht hier noch eine Tafel, ey. Und ich habe nur eine mitgenommen, ey. Integrating new PDA data. Warum habe ich nur eine Tafel mitgenommen? Kernreaktor werde ich dann nicht mehr machen. Oh, eine antike Fremde. Ja, und dafür bräuchte man nochmal zweimal Kyanid. Hier bräuchte man zweimal Nickelerz und da zwei Diamanten. Okay.
werde mal den Anzug hier lassen. Ich werde noch mal kurz zurückkehren. Ach ja, ist das nicht herrlich. Jetzt muss ich einmal kurz zur Basis zurück, die blaue noch mal eine Tafel holen. Ja, alles nicht so einfach. Einmal zur Kaulquappe. Dann muss ich zur Hauptbasis zurück. Da habe ich da oben noch irgendwas Wichtiges vergessen. Nee. Ich glaube, da oben hatte ich auch noch irgendwie was. Ich weiß es nicht. Ich muss erstmal gucken. Ja, ich sag's mal so, wir nähern uns echt so langsam dem Ende des Let's Plays. Emergency power only. Oxygen production offline. Okay. Hier hatte ich nichts. So, einmal noch. Dann bin ich wohl genährt. Dann geht's wieder zurück. Welcome aboard, Captain. So, einmal zur Tafel. Ach ja. Ups. Ja. Immer schön nach unten treten und dabei nach oben schauen, fleißig aufpassen, dass man nicht in so ein Ding sich verfängt. Ey, dass ich gleich den richtigen Schrank ansteuere, ey.
Und wieder zurück. Warte mal, wo ist die Aurora? Da ist die Aurora. Seht ihr das aktivierte Portal da oben? Das ist unser Ziel. Also nicht das da oben, sondern... Ihr wisst schon, bei... Die Insel halt, wo das Portal ist. Okay, dann haben wir es ja gleich schon. Ah, da sind wir schon. Ne, noch nicht. Aber ich sehe schon die Öffnung. Na? Wo ist die Öffnung? Hä? Tja, wo ist diese Scheißöffnung? Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt habe ich die Öffnung verloren, ey. Nee, doch nicht. Hier ist sie. Ja, also bei sowas braucht man echt eine gute Orientierung. So. Achso. Alter, was für ein Trip, ey. Welcome aboard, Captain. So. Und da ich meinen Krebsanzug nie gerne alleine lasse. Sondern mich hier drum erstmal kümmern wollte. So, jetzt kann ich hier rein.
Erstmal den Scanner. Ja. Alter. Was haben wir hier? Integrating new PDA data. Primary alien facility location updated. Volcanic area connected to this cave system at depth 1.4 kilometers. Okay, das heißt also, die ist hier in unmittelbarer Nähe. Muss ich das hier auch noch scannen? Integrating new PDA data. Synthesizing ion power blueprints for alien data. Blueprints stored to data bank. Okay. Da haben wir dieses schöne Wärmekraftwerk von denen erstmal begutachtet. Gucken wir mal. Self-scan complete. Bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. Medical report recorded to data bank. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Oh. Ja, gucken wir uns das mal an. So, jetzt können wir wieder zurück zum Zyklopen. Warte mal, die Datenbank. Aufzeichnung. Vulkanisches Gebiet verbunden. Südöstlich. Okay, Baupläne, Datendownloads, Betriebssystem, einheimische Lebensform, geologische Daten. Nee, das war's nicht. Man, ey, man. Diese Frame-Einbrüche sind manchmal des Grauens. So. Warte mal, Datendownloads. Da schließen wir mal alles. So. Fremde Daten, Artefakte, Daten der Scans, Codes und Hinweise. Okay. Gebiet im vulkanischen Aktiv Tiefe 1,4 Kilometer. Das ist das Hauptziel. Jetzt müssen wir hier wieder raus. Den Zyklop habe ich ja da vorne geparkt. Jetzt muss ich gucken, wie komme ich unbeschadet dahin. Okay, wo war der Ausgang? Da wäre ich... Und schon habe ich den Ausgang gefunden. Okay, jetzt muss ich irgendwie da hoch.
Okay. Immer Schritt für Schritt nach oben. Gucken, wo kommt man am besten hier raus? Okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Wie geil ist das? Okay, jetzt habe ich wirklich mich verfranzt. Ach ja. Ach ja. Ich werde mal gucken, ob ich einen Weg, diesen Weg hier finde. Ja, das sieht schon mal eventuell gut aus. Aber sicher bin ich mir nicht. Oh oh. Wag es bloß nicht. Ich hab's gesagt. Wag es dich noch einmal und du bist tot. Alter, der ist durch den Arm geglitscht. So. Also, das Schiff, was ich suche, ist da. Also muss ich in diese Richtung. Ah, ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Nee, doch nicht. Ah. Was ist das da? Achso, das ist nur... Okay. Ja, wo muss ich denn nur lang? So.
komme ich schon wieder in diesen Bereich hier. Okay. Also gab es... Also gab es mehr als nur diesen Eingang. Na, habe ich dich zerquetscht? So. Welcome aboard, Captain. All the systems online. Gut. Engine powering up. Engine powering down. Oh, der hat aber auch schon Schaden abgekriegt. Also, den müsste ich auch gleich mal wieder ein bisschen. Wow. Ach nee, kein Schaden. Energie. Welcome aboard, Captain. So. Engine powering up. Ach. So, Südost. Stand da irgendwas? Süd-Südost. Heißt also, wir müssen... uns nach dem Kompass hier richten. Heißt Süd-Süd-Ost. Also in dieser Richtung, gell. Okay.
Ja, wird auch wieder ein bisschen länger die Folge. Alter! Ich muss erstmal eine gute Stelle finden, wo ich mal speichern kann. Okay, einmal kurz reparieren. Da, so, das müsste der hier sein. Komm. Ey. Lass mich jetzt rein. Jupp, Schiff ist wieder repariert. Süd, Süd, Ost. Innereien wieder aktivieren, so. So. Vital signs stabilizing. Dann werde ich gleich mal die Aufnahme wieder beenden. So, nachdem ich diesen ungebetenen Gast entfernt habe. Und die scheint einfach... immer dann zu kommen, wenn ich es nicht erwarte. Danke. Okay, dann war's das erstmal. Ja, dann war's das erstmal wieder mit dieser Folge. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Euer Corganto bei Subnautica.